Vor 14 Jahren zog Justin Timberlake seiner Duettpartnerin Janet Jackson beim Super Bowl das Korsett von der Brust und entblößte sie vor Millionen von Zuschauern. Jackson musste öffentlich zu Kreuze kriechen. Teflonmann Timberlake darf in diesem Jahr auf die größte Bühne zurückkehren. Ein Rückblick, Facebook, Twitter, Google, E-Mail drucken. Es war der größte Skandal, den die Halbzeitshow des Super Bowls je geliefert hatte. Nach dem Nipplegate musste sich Janet Jackson öffentlich entschuldigen, während Justin Timberlake zwei Grammys gewann.